Hallo, lieber Steinbock, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation uns anschauen für den Monat November 2023. Bitte bedenke, dass es hier eine kollektive Legung ist. Nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren, ja? Was du aber machen kannst, ist, lieber Steinbock, und das empfehle ich dir wirklich, höre dir deinen Aszendent und deinen Mondsternzeichen, weil du bist ja nicht nur dein Sonnensternzeichen, ja? Du hast auch bestimmt anderen Energien, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten. Ich starte mit diesen wunderbaren, süßen Orakelkarten und bitte hier um eine Antwort. Ja, mal schauen, was sie uns für eine Antwort geben bezüglich deiner Situation, was du quasi erlebst oder was du durchmachst. Ja, das kommt immer drauf an, lieber Steinbock, was du gerade durchmachst. Ja, auf was du jetzt eine Antwort brauchst. Ja, du kannst auch sagen, nee, Katja, mir geht es im Ganzen gut. Ich brauche jetzt gar keine Antwort. Ich habe gar keine Frage, die mich beschäftigt. Okay? Das kann ja auch gut sein. Also man sollte sich nie gezwungen fühlen von den Tarotlegungen. Okay, da hat sich nichts gedreht. Wir holen eine. Let go. Lass schon da. Lass fließen. Lass es fließen. Du hast hier irgendwie eine Situation, die wahrscheinlich noch bei dir ist, lieber Steinbock, die noch nicht dich freilässt. Also kann ja auch gut sein, diese Situation hat dich tatsächlich mit deiner beruflichen, mit deiner finanziellen Situation, also quasi was du erlebst, sondern das ist ja eine ganz andere Situation, die dich beschäftigt. Sagen wir mal auch Emotionen, Liebessituationen, Situationen, die wir einfach noch nicht bereit sind loszulassen, ja? Aber wir sind dabei. Wir sind dabei. Das ist immer wichtig, dass wir wissen, worauf es ankommt, worauf jetzt diese Situation, was sie von uns verlangt, ja? Und du könntest jetzt sagen, lieber Steinbock, ich weiß ganz genau, hier ist auch eine Transformation. Du siehst ja das Schmetterling, die haben immer etwas zu sagen, die Schmetterlinge. Das ist immer die Transformation, die Mutation von einem Menschen, ja? Du selber transformierst dich, aber die Situation mutiert auch. Transformiert sich, ja. Und es ist wichtig, dass wir hier das auch annehmen, dass wir sagen, ja, wir sind bereit, diese Situation, ja, loszulassen. Irgendetwas, was dich bedrückt, was du jetzt sagst, das hat auch eine Wirkung auf meine berufliche, ja, Karriere, finanziell. Weißt du, manchmal ist es so, wir haben solche Situationen und das ist nicht einfach von heute auf morgen, das einfach zurückzulassen. Wir brauchen Zeit, ja. Und diese Zeit gibst du dir auch, lieber Steinbock, das ist wichtig. Gebe dir diese Zeit. Langsam, langsam vergisst du diese Person oder vergisst du diese Situation. Du lässt sie einfach los, indem du dich befreist. Ja, wie gesagt, das kann ja natürlicherweise auch eine berufliche Situation sein, indem du sagst, ich hänge immer noch an diesem Job oder ich habe mir so viel vorgenommen, ich habe so viel aufgebaut und das tut weh, etwas zu verlassen. Aber im Endeffekt ist hier diese Transformation da. Also wenn wir nicht diese Situation verlassen, ja, oder diesen Menschen zurücklassen, passiert das andere nicht. Das eine kann nicht, also das Neue kann nicht ohne das Alte kommen, dass wir das Alte zurücklassen. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist auch wichtig, wir haben jetzt am Samstag Vollmond, ja. Du wirst dir quasi dieses Video jetzt wahrscheinlich morgen anhören, ja, du wirst es dir morgen anhören und du wirst einfach merken, ja, dass diese Energie, die kommt, ja, für das Kollektive, das ist für allen gedacht. Ja. Wir haben diesen Vollmond in Stier, das ist aber ein wichtiger Vollmond, weil das ist ein Mondfinsternis, genau, l'eclisse della Luna. Und das ist speziell, ja. Das gibt nochmal diesen Input, etwas zu verarbeiten. Ja. Und ich erwähne ja immer diese Neumondphasen und diese Vollmondphasen, immer wenn sie eine wichtige Rolle spielen. Und sie spielen eine wichtige Rolle, ja, lieber Stier. Also von dem her, schau, dass du jetzt hier dich befreist. Oder versuchst zumindest, ja. Also, dass du sagst, Katja, ich bin mir bewusst, was an mir hängt oder was ich für eine Situation habe. Ich bin mir ganz und voll im Bewusst. Aber ich brauche Zeit. Genauso ist es, lieber Steinbock. Keiner sagt hier, mach das nicht oder mach das schnell. Verstehst du, das ist nicht gut. Etwas schnell zu verarbeiten ist auch nicht die Lösung. Okay? So. Schauen wir uns die Situation an, ja, mit diesen wunderbaren Orakelkarten, was uns hier preisgegeben wird.
La tui desideri si. Wow, du hast eine wunderschöne Karte. Also, lieber Steinbock, du fängst schon mal sehr gut an. Also, deine Wünsche, deine Träume, würde ich ja auch sagen, verwirklichen sich. Das ist ja klar, wenn du jetzt sagst, ich bin bereit, hier loszulassen, ich bin bereit, ja, mich zu entfernen von einer Situation, egal was es ist. Ich bin dann diese Vibration. Ich vibriere in diese Höhe. Und das ist meine Anziehungskraft. Deine Wünsche erfüllen sich. Ja, deine Wünsche. Du kannst einen kleinen Wunsch haben, einen großen Wunsch. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, lieber Steinbock. Aber diese Karte ist tatsächlich so, dass sich wirklich etwas realisiert. Ja, die benutze ich auch in private Legungen und bei den Menschen, an dem es rauskommt, sagen sie, Katja, ich habe schon meinen Wunsch erfüllt oder ich bin gerade dabei. Ja, tatsächlich kommt das auch im Spiel. Ja, diese Situation ist da. Aber lieber Steinbock, du weißt ja ganz genau, manchmal bringt es auch Opfern mit sich. Das ist nicht immer alles leicht getan, gesagt, ja. Wahrscheinlich ist es auch so, du hast geschwitzt, du hast wirklich für diese Position, für diese Situation dein Bestes gegeben, ja. Und wir wissen ganz genau, wie hartnäckig du bist, wenn du eine Idee hast, eine Situation, egal was, du stellst es dir. Also du bist ja wirklich jemand, der, sagen wir mal, Gocciuto, sagt man bei uns, dein Kopf, ja, du bist wirklich aus eine Antwort, okay, das ist deine Antwort, die wechselst du nicht mehr. Du sagst etwas, du bist wirklich hartnäckig, ja. Der Steinbock ist hartnäckig, ja. Also, wenn der Steinbock etwas sagt und jemand etwas kontra sagt, oh, das ist schwer, ja. Die Steinböcke haben seine Idee, seine Visionen, seine Situationen, ja. Und wie gesagt, für dich realisiert sich hier etwas. Und das ist ja auch dank dir selbst. Also du brauchst jetzt hier vielleicht nicht unbedingt sagen, ich bin dank dieser Person. Ja, die Hilfe war da, wenn das in deinem Fall ist. Aber du kannst wirklich auf dich stolz sein, lieber Steinbock. Sehr, sehr schöne Energie, ja. Kompliment. Wie gesagt, das ist jetzt nur für den Monat November. Natürlicherweise kann das auch hinaus von der Zeit oder du bist schon gerade dabei. Kompliment, ja, avrai una promozione, un aumento. Also, lieber Steinbock, bei dir läuft alles super bei der Arbeit. Also, du wirst hier eine Gehaltserhöhung haben. Du wirst hier, Gehaltserhöhung habe ich gesagt, du wirst hier eine Promotion, bedeutet, du wirst hier, ja, danke Katja, danke. Du könntest hier eine bessere Stelle bekommen. Du könntest hier einfach sagen, ich übernehme jetzt die Stelle von jemandem, der gegangen ist oder der woanders ist. Oder tatsächlich, das ist wie wenn du jetzt von Grad, also das steigert sich, du steigerst dich rein, du bekommst hier eine positive Situation, ja. Das kann auch gut sein, jemand ist in Rente gegangen, du übernimmst den Platz, mehr Verantwortung, mehr Geld. Und natürlicherweise ist es auch ein Job, der dich befriedigt, weil das ja dein Wunsch ist, ja. Lascia questo lavoro e cerca un altro. Okay. Jetzt kommt hier die Antwort. Also für viele kann das gut sein, dass wir hier so eine Situation haben. Lass los. Du hast dich hier befreit von einer alten Situation, die beruflich ist. Ja, weil hier sagt die Karte, lass diesen Job. Das ist nicht der Job für dich. Und such einen anderen. Ja, das kann gut sein. Du hast es schon gemacht. Du hast schon nach einem anderen Job gesucht. Du hast dich woanders beworben und du hast jetzt, sagen wir mal, diese Situation für diejenigen, die jetzt unglücklich sind und gerade das erleben, aber sie sagen, nee, das passt mir nicht, das ist immer noch nicht gut genug, das ist immer noch nicht das Geld, was ich mir wünsche, dann kann das sein, dass du diesen Job verlassen wirst. Weil, lieber Steinbock, du bist gut, du hast vielleicht hier auch deinen Traumjob verwirklicht. Sagen wir mal, dein Traumjob könnte ja auch Selbstständigkeit sein. Also viele Steinböcke sind Menschen, die wirklich nicht gerne, ich sag mal so, nicht gerne unter andere arbeiten. Also ich sage mal so, die haben seine Ideen, sie hassen das, also das ist nicht eine Sache, die sie mögen. Hassen ist so ein großes Wort, aber ich wusste jetzt nicht, was ich nehmen soll. Das ist so, sie haben seine Ideen, seine Verwirklichung, ja? Und einen Steinbock als Chef, das ist ja fantastisch, aber ein Arbeiter zu sein für den Steinbock, das ist nicht immer gemütlich. Ja? Also der Steinbock ist wirklich jemand, der Zähne zeigt. Wenn es um die Arbeit geht, wow, das sind Menschen, die wirklich steigen. Also du wirst keinen Steinbock sehen, der eigentlich nicht
in die Höhe geht. Wirklich, also das sind Menschen, die Arbeit ist auch Priorität. Das ist ein Erdelement. Was verlangt man denn von einem Erdelement? Ja, das ist nicht nur die Erdelemente haben das, es gibt bestimmte Sternzeichen, die einfach das nicht genau machen können. Ja, jetzt zum Beispiel der Löwe. Der Löwe ist auch einer davon. Ja, du weißt ja ganz genau, man sagt immer, der ist der König, ja, der Dschungel sozusagen. Und das behauptet er auch, ja. Männer, Frauen, das gibt es viele Männer, ja, unter diesem Sternzeichen. Wer weiß, vielleicht bist du auch ein Feuerelement, dann hast du den Drang noch mehr. Also es sind eigentlich auch sehr viele Feuerelemente, die das nicht mögen, unter anderem zu sein, ja. Das ist einfach das Charakter, sagen wir mal, die Situation, die dazu bringt, ja. Und du bist eine Person, die wahrscheinlich jetzt, ja, etwas für sich tut. Du könntest hier auch etwas Selbstständiges kreieren, ja, muss nicht unbedingt sein. Du kannst hier aber auch eine wirklich gute Position haben, lieber Steinbock. Und das managst du wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, hier erfüllt sich dein Wunsch, könnte ja auch nur eine Kleinigkeit sein, aber auch eine große Situation, ja. Okay, jetzt gucken wir mal mit den alternativen Tarotkarten, was sich hier ergibt, lieber Steinbock, für dich. Okay. Dich nehme ich. La Forza. Okay, dann haben wir hier der Narr. Wow, das ist wirklich schön. Also du bist hier wirklich eine Person, die dominiert, die hier auch riskiert. Du hast schon riskiert oder du bist gerade dabei am Riskieren, ja. Das kann aber auch gut sein. Diese Situation könnte hier mit jemandem aus der Familie zu tun haben. Ein Sohn, eine Tochter, die dich jetzt stolz macht. Du bist voller Ehre. Du sagst, wow, mein Sohn, meine Tochter hat mich stolz gemacht. Das ist schön. Ich kriege überall Gänsehaut. Das ist etwas Positives. Wenn ich Gänsehaut bekomme, dann ist hier etwas dabei. Ich sage mal, wirklich etwas Motivierendes. Ja? Also, lieber Steinbock, du hast hier auch vielleicht Meilensteine, ja, geschafft. Du kommst von einer Situation, in der du sagst, Katja, jeden Detail habe ich gearbeitet. Jeden Detail habe ich mir vielleicht, ich habe auch Überstunden kreiert. Ich habe so viel gemacht, ja. Tatsächlich, ich habe alles gegeben, okay? Was ich aber hier sehe, lieber Steinbock, das ist klar, vielleicht kann das beruflich gut laufen, okay? Du sagst, beruflich läuft alles super. Aber was ich hier sehe, ist, es läuft nicht so gut in diese Liebessituation oder Affetti, also alles, was mit Beziehungen zu tun haben könnte, zwischenmenschliche Beziehungen, vielleicht auch mit jemandem, mit dem du Probleme hast. Du könntest jetzt vielleicht auch, weißt du, mit diesen zwei Karten ein Problemchen haben mit jemandem aus der Familie, Familienangelegenheiten. Auch wenn du jetzt sagst, mein Sohn macht mich glücklich, mein Sohn macht mich stolz, hier könnte es irgendwo hapern. Ja, kann ja auch gut sein, das ist jetzt gerade, du sagst, Katja, Liebe läuft gar nicht. Ja, Beruf ist alles okay. Ich bin froh, aber ich brauche auch jemanden. Ich brauche jemanden auf meiner Seite. Ich bin zu lange, ja, zu lange Single, alleine gewesen, auch als Mann oder als Frau. Das spielt ja gar keine Rolle. Dir fehlt jemand. Dir fehlt jemand, der dich liebt, der sich um dich kümmert, der dir diese Liebe schenkt, den du bereit bist zu geben. Also, das ist ja so, du bist schon bereit, lieber Steinbock, aber manchmal ist es so, dass es Schicksal, weißt du, da können wir nichts dafür. Das ist nicht eine Sache, die du bestimmst. Ja, nicht immer können wir alles manifestieren. Da ist doch Gott. Gott spielt auch eine große Rolle. Was hast du für eine Mansion? Was will deine Seele? Wenn deine Seele jetzt keine Beziehung möchte oder nicht da ist, diese Inkarnation, also du solltest dir vorstellen, das ist etwas, was ich gerade lese über die Sternzeichen. Ja, die esoterische Astrologie. Das ist wirklich was ganz anderes wie die normale Astrologie, weil jeder Sternzeichen bringt eine Evolution. Und du bist schon sehr weit. Wenn du dich in diesen Sternzeichen inkarniert hast, kommt ja auch drauf an, diejenigen, die den Aszendent haben, wow. Also da hast du wirklich sehr viel gemacht mit dem Steinbock. Da hast du viel erreicht. Und das sind Menschen, die eigentlich a la solitudine, sehr solist. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, sehr auf sich selbst. Nicht, dass du egoistisch bist, bitte nicht falsch verstehen. Nein, du bist jemand, der ganz lange, ganz, ganz, ganz lange alleine bleiben kann. Also du kannst 10, 20 Jahre sogar alleine bleiben. Also das ist für dich keine Weltuntergang. Ich weiß, das tut weh, das könnte jetzt wehtun,
Natürlich tut es weh, weil du brauchst ja auch jemanden, der dich liebt, den du liebst, den du, wenn du nach Hause kommst, dass du diese Wärme spürst. Ja? Es gibt Vor- und Nachteile, wisst ihr das? Also lieber Steinbock, ich sehe das so, dass jeder das in seiner Seelenmansion hat. Wenn du das in deiner Seelenmansion hast, wirst du bestimmt die bessere Hälfte finden. Wenn du das aber nicht hast und du hast eine ganz andere Mansion, du bist der geborene Leader, also du bist der geborene Chef, du bist der geborene wirklich Mensch, der alleine, also das ist wie wenn du für dich alleine gestellt bist, wie wenn du selber alles beherrschen kannst, ja? Also lieber Steinbock, hier gibt es noch ein bisschen sagen wir mal, Unklarheiten, ja, kann ja auch gut sein, nicht in der Liebe, nicht mit dem Partner, sondern mit der Familie, okay? Hier hapert es. Es sieht nicht so gut aus, ja? Also es gab Zeiten, da kamen vielleicht bessere Karten raus, aber bei dir, lieber Steinbock, ich hatte immer das Gefühl und ich sage das immer wieder, das sind Menschen im Kollektiven, merkt man das auch. Also ich kenne viele Steinböcke, sehr, sehr viele Steinböcke. Und ich sage ja, die Steinböcke, die haben schon einen Charakter. Das ist nicht einfach. Wow. Also mit dem Steinbock. Also mein Mann ist Aszendent Steinbock. Jetzt wirst du lachen, ja? Aszendent. Der hat alles im Erdelement. Der ist Stier. Der ist Jungfrau. Der ist Steinbock. Wow. Also ich sag immer, ich gebe mir selber einen Preis. Ja, das ist so. Das ist so. Sogar die Familie sagt das, dass ich wirklich einen Preis bekomme. Ja, natürlicherweise bekommt er auch einen Preis, weil ich bin nicht einfach, aber ich denke, mit einem Steinbock zu tun zu haben, ist nicht einfach. Man sollte schon wissen, wie man mit einem Steinbock-Mensch umgeht, ja. Und ich hatte jemanden, der mir sehr lieb war, Steinbock, und ich weiß ganz genau, wie sie sind. Und sie können wirklich einem die Welt schenken, wenn sie das wollen. Also die können wirklich, sie sind sehr, ich sag mal, sehr tiefsinnig auch. Das ist jetzt nicht so, dass du einen Steinbock nicht tiefsinnig erlebst, dass sie keine Gefühle haben. Und wie? Sie sind sogar sehr weise Leute. Du kannst aus dem Steinbock sehr vieles rausholen, ja? Aber der Steinbock öffnet sich halt nur mit bestimmten Menschen. Also Liebessituation, da hapert es noch. Familiärische Angelegenheiten könnten ja auch Schwierigkeiten haben, diese Personen. Aber ansonsten beruflich, Karriere, Geld sieht gut aus. Ja, ich sage das, was rauskommt, aber ich sage auch das, was ich als Erfahrung mitbringe. Ja, weil wie gesagt, ich kenne sehr viele Steinbock-Menschen, privat, Freunde, Bekannte, aber auch sehr viele, wo mich anrufen, ja, wo mit mir private Legungen haben. Und ich kann sagen, die Steinböcke sind alle weise Menschen. Also wirklich, die sind so reif, okay? Ich denke, sie sind einfach so reif, dass sie Yin und Yang selber haben, dass sie das selber managen, ja? Also natürlicherweise braucht man den Partner. Ich weiß, es tut weh, vielleicht will das auch nicht jeder hören, aber ich sage nur, es kommt immer darauf an, was hast du für eine Lebensmission. Wir haben nicht alle die gleiche Lebensmission, ja? Es gibt Menschen, die brauchen den Partner, es gibt Menschen, die brauchen ihn weniger, ja? So, lieber Steinbock, das war deine Legung. Ich bin jetzt ein bisschen tief reingegangen in diese Liebessituation, weil ich denke, das beschäftigt schon viele Steinböcke. Ja, die Liebe ist schon wichtig für die Steinböcke. Das ist jetzt nicht so, dass der Steinbock Mensch nicht lieben kann. Und wie? Er kann lieben. Er kann auch sehr viel geben. Aber das Hauptthema ist auch, wie du mit ihm umgehst, weil es gibt gewisse Menschen, die einfach gewisse Situationen, wie man mit denen redet, das schon, also wie sagt man das? Musik, der Ton macht die Musik, ja, und wie du redest, okay? Also es gibt wirklich Situationen, in denen du mit dem Steinbock viel erleben kannst. Es gibt aber auch Situationen, in denen sich der Steinbock null öffnet, gar nichts macht. Ja, gar nichts. Es kommt immer darauf an, wen er als Kontrapart hat. Ja, okay, das war hier deine Legung, lieber Steinbock. Also, wie gesagt, du hast wirklich Top-Karten. Liebessituation, familiärische Angelegenheit läuft nicht so gut. Da kann das irgendwo hapern, kann aber auch gut sein, dass es die Vergangenheit. Du erlebst das schon. Ja, okay, ich freue mich über einen Feedback, lieber Steinbock, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf. Ja, wir sehen uns bald. Mach's gut. Ciao.